Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute teste ich neue McDonald's Produkte. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund sehen könnt. Da sind schon die zwei Produkte. Und zwar gab es noch ein anderes Eis, aber ich habe jetzt nur diese beiden gekauft. Das eine wäre auf jeden Fall hier so ein grüner Kiwi irgendwas. Und das andere ein McFlurry, aber ein ganz besonderer. Und zwar einfach mal mit Cornflakes drin. Ist das nicht crazy? So, also ich schaue auf jeden Fall mal kurz, was ich dafür bezahlt habe. Und zwar bezahlt habe ich für diesen Smoothie, das ist regular, also ich glaube Mittel, 2,69 € und auf jeden Fall für den neuen McSundae 2,89 €. Also preislich, ja, ganz okay. Hier bin ich auf jeden Fall gespannt, das sieht ziemlich gesund aus. Mit gesund meine ich natürlich auch nicht lecker, also gesund, ihr wisst, was ich meine. Das sieht aus wie ein bisschen Spinat, keine Ahnung. So, dazu haben wir ganz normal so ein Milchshake-Strohhalm hier. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Eis an. Und zwar sieht das so aus, ihr seht, das sind diese, ich weiß nicht, Fruit Loops oder so heißen die. Keine Ahnung, auf jeden Fall so Cornflakes. Dazu habe ich Schokosoße genommen. Es ist auf jeden Fall ganz normales Vanilleeis auf jeden Fall. Und dazu diese Dinger hier. Was ich dann sehr interessant finde, das sind einfach mal die Originalen. Also das ist krass. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Oha, die Kombination ist ja richtig krass. Es ist einfach mal Eis mit Cornflakes. Ich muss zugeben, mit Schokosoße. Und ich muss zugeben, das schmeckt echt richtig gut. Aber ich stelle natürlich sehr schnell fest, wenn ich so ein bisschen rumrühre, dass oben nur Cornflakes sind. Das heißt, die Cornflakes sind alle Cornflakes, die in diesem Becher enthalten sind. Sehr schade. Das schmeckt halt mega. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so geil schmecken. Das ist einer der geilsten McFlurries, die es je gegeben hat, meiner Meinung nach. Auch wenn es nicht lecker aussieht, ich glaube, ich werde es echt wieder kaufen. So, auf jeden Fall, ich tue den hier jetzt erstmal beiseite, denn ich bin hier gespannt. Und zwar ist das Kiwi und Apfel. Kiwi an sich mag ich, Apfel nicht so gern. Alter. Das ist ja ekelhaft. So was trinke ich bestimmt nicht. Boah, ist das eklig. Nachgeschmack. Alter. Oh mein Gott, das schmeckt abgelaufen. Boah, ist das echt eklig. Es ist kein Cent wert, ey. Boah. Hallo, Taste. Alter, dieser Nachgeschmack, ey. Also ich würde sagen, was lernt man daraus? Top, Flop, das ist mega eklig. Werde ich nie wieder trinken. Und das hier ist mega geil, werde ich auch immer aufessen. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Pizza wartet auf mich. Ich freue mich schon mega. Das soll es auch gewesen sein. Ich wollte nur diese beiden neuen Sachen testen. Auf jeden Fall eklig, geil. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr das schon mal getestet habt oder auch was ihr am liebsten bei McDonald's isst. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und ciao.